Aus ganz Deutschland waren sie gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Zum Begräbnis von Udo Lattek versammelten sich neben der Familie und den Angehörigen der Trainerlegende auch viele seiner alten Weggefährten. Ende Januar war Lattek in Köln verstorben. Vor seinem Tod litt er an Parkinson und Altersdemenz. Die Anteilnahme war riesig. So auch bei Dr. Reinhard Rauball, der die Trauerrede hielt. Der Präsident der Deutschen Fußballliga kennt Lattek gut aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Ich denke, dass Udo weiß, wie wir alle über ihn denken, dass wir ihm dankbar sind, dass er nicht nur ein großartiger Trainer gewesen ist, der mit allen möglichen Pokalen und Meisterschalen dekoriert worden ist, sondern dass er auch ein feiner Mensch war, ein bescheidener Mensch, trotz seiner Größe im Sport, ein Mensch, der so aufgetreten ist, wie seine Erziehung vielleicht als Ostpreuße ihm das anempfohlen hat. Und ich glaube, wir verlieren einen ganz, ganz großen Trainer und Menschen. Lattek ist der erfolgreichste Vereinstrainer in der Geschichte Deutschlands. Doch an diesem Tag rückte das Sportliche in den Hintergrund. Es war der Mensch Udo Lattek, den die Trauergemeinde so schätzte. Trainer, sondern auch ein unheimlich feiner Kerl. Man musste ihn, glaube ich, noch ein bisschen näher kennenlernen. War sehr sensibel, aber hat ein großes Herz. Und beides zusammen ergab eben Udo Lattek. Im Alter von 80 Jahren hat Lattek das Zeitliche gesegnet. Nicht nur als Trainerlegende, sondern auch als Mensch wird er vielen in Erinnerung bleiben.